Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich nach bald 2 Jahren Pandemie in einer Zeitschleife. Im Frühjahr, da beendet man den Lockdown. Die Temperaturen steigen, die Menschen zieht es nach draußen und siehe da, die Neuinfektionen gehen zurück. Die Krise, so scheint es, ist vorbei, zumindest ist sie politisch in weiten Teilen vergessen. Alle guten Vorsätze dahin, alle Versprechen klammheimlich abgeräumt. Statt Lehren zu ziehen und sich auf den Herbst vorzubereiten, stellt man Kürzungshaushalte vor und macht weiter, als wäre nichts gewesen. Und plötzlich, völlig überraschend, ist der Herbst da. Die Menschen treffen sich nicht mehr im Freien, sondern wieder drin. Es dauert nicht lange, da steigen auch die Inzidenzen wieder und mit ihnen die Krankenhauseinweisung, die Belegung der Intensivbetten und schlussendlich auch die Todeszahlen. Und die Landesregierung, die war erst im heißen Wahlkampf und dann abgetaucht. Die Impfzentren machen dicht, die kostenlosen Tests werden unter Applaus der Landesregierung abgeschafft und die Menschen stehen da. Und auf einmal reiben Sie sich, liebe Landesregierung, die Augen und fragen sich, wie konnte das denn jetzt bloß alles passieren? Aber, meine Damen und Herren, diese Situation ist nicht vom Himmel gefallen, sondern auch Folge Ihrer Politik. Denn alles, und zwar wirklich alles, was es bräuchte, um diesem Virus Herr zu werden, liegt seit Monaten auf dem Tisch. Impfen und testen. Wieso also sind wir dann schon wieder an einem Punkt, an dem man gezwungen ist, angesichts der dramatischen Lage über Kontaktbeschränkungen, Distanzunterricht oder gar Lockdowns zu verhandeln? Die Antwort ist so einfach wie beschämend. Wir haben es zu tun mit einem beispiellosen und seit 2 Jahren anhaltendem Politikversagen. Ihrem Politikversagen. Diese Landesregierung scheint dabei weder willens noch fähig zu sein, irgendetwas dazuzulernen. Jeder, ja wirklich jeder einzelne Fehler der letzten 2 Jahre wird wieder und wieder aufs Neue gemacht. Und Herr Woidke, wenn Sie sich dann hinstellen und sagen, Sie haben sich sagen lassen, dass die Lage in den Krankenhäusern so schlimm ist wie noch nie und das dann noch wiederholen, nicht einmal, sondern mehrfach, dann frage ich mich schon, wo sind Sie gerade in dieser Zeit? Was nehmen Sie überhaupt noch wahr? Machen Sie endlich die Fenster auf in der Staatskanzlei, machen Sie die ganz, ganz weit auf. Denn Sie haben hier heute so geredet, als ob Sie die letzten Monate überhaupt nicht da gewesen wären. Sie tun so, als ob hier alles vom Himmel gefallen wäre und erklären hier Lösungen, die Sie schon hätten längst auf den Weg bringen müssen und nicht hier einfach nur im Parlament immer wieder darüber zu reden und erst dann darüber zu reden, wenn Sie fast schon dazu gezwungen werden. So läuft keine Pandemiebekämpfung. Und deshalb lassen Sie sich jetzt mal was von mir sagen. Die Aufgaben liegen nämlich auf der Hand. Wo ist denn der auch heute wieder von Ihnen versprochene Impfturbo? Wo ist die groß angelegte Werbe- und Aufklärungskampagne? Wo sind die einfachen und unkomplizierten Impfungen an jeder Ecke, die gerade auch Herr Keller versprochen hat? Wo sind die Vorsichtsmaßnahmen für die gefährdeten älteren Menschen? Über Monate hinweg lief in Brandenburg alles schief, was nur schief laufen konnte. Erst wurden die Menschen nicht angeschrieben, dann wurden sie fehlerhaft angeschrieben. Erst gab es keine Impfdosen, sie gingen verloren oder waren gar vernichtet. Dann bekam man sie nicht unter die Leute. Noch im Sommer war man in Brandenburg dabei, die Alten- und Pflegeheime mit ihren Zweitimpfungen zu versorgen, weil es zu wenige mobile Impfteams gab. Wer sich vor diesem Hintergrund heute wundert, wieso wir in Brandenburg einerseits bei der Impfquote, anders übrigens als in Bremen, Herr Keller, wie Sie gerade zu Recht dargestellt haben, wer sich also fragt, warum wir bei der Impfquote so weit hinten liegen und andererseits bei der Sterblichkeit an Corona so weit vorne, der muss das letzte Jahr schlichtweg geschlafen haben. Und das Schlimmste ist, Sie haben aus all diesen Fehlern des letzten Jahres einfach nichts gelernt. Gar nichts. Denn wir scheitern jetzt wieder bei den Boosterimpfungen, genauso krachend wie schon vor einem Jahr. Stand gestern haben in Brandenburg gerade einmal 7,5% der über 60-Jährigen eine Auffrischung erhalten. 7,5%. In Berlin lag die Quote gestern bei über 23%, also mehr als dreimal so hoch.
Es kann doch nicht sein, dass die Leute nach Berlin fahren müssen, weil sie es nicht hinbekommen, ihnen einen Impftermin zur Verfügung zu stellen. Brauchen Sie jetzt wieder Kienbaum, damit am Ende genauso wenig wieder passiert? Handeln Sie endlich, reden Sie nicht nur. Sie hatten schon mindestens jetzt wieder 10 Tage Zeit, um Impfgipfel einzuberufen, um Dinge zu organisieren. Hören Sie auf, uns hier mit Reden zu begeistern, sondern tun Sie endlich etwas. Das würde tatsächlich deutlich mehr helfen. Wieder einmal wurde nichts vorbereitet, keine Infrastruktur, keine finanziellen Mittel, keine politische Steuerung. Und wenn ich jetzt höre, dass die Impfteams allen Ernstes zum Teil ehrenamtlich unterwegs sind, weil nicht geklärt ist, wer sie bezahlt, dann ist das nichts weniger als eine politische Bankrotterklärung. Ihre Bankrotterklärung. Sie haben es ja noch nicht einmal geschafft, allen Kreisen die Kosten für die Impfzentren aus dem Frühjahr zu erstatten. Und deshalb sind Ihre Worte, Herr Keller, sehr wohlfeil, wenn Sie sagen, natürlich wird es am Geld nicht scheitern. Die Kommunen haben da nämlich ganz andere Erfahrungen. Und als Dank kürzen Sie ihnen dann noch an allen Ecken und Enden direkt oder indirekt die Gelder im neuen Haushalt. Können Sie sich eigentlich noch selbst ernst nehmen? Wir haben 289 Millionen Euro bereitgestellt fürs Impfen. 89 Millionen wurden bisher ausgegeben. Frau Nonnemacher, wenn ich richtig den Haushalt lese, könnten Sie hier also jetzt sofort Mittel den Kommunen zur Verfügung stellen, den freien Trägern zur Verfügung stellen. Und Sie müssen nicht mal die Finanzministerin dazu fragen, sondern Sie könnten einfach entscheiden. Tun Sie es. Machen Sie hier heute die Ansage, dass es nicht am Geld scheitern wird, dass die Kommunen die Mittel bekommen, denn die stehen schon lange in den Startlöchern und warten nur darauf. Die Kommunen und Landkreise haben bewiesen, dass sie es dreimal besser können als das Gesundheitsministerium, Innenministerium und Staatskanzlei zusammen. Das hat Herr Woidke heute ja richtigerweise auch zugegeben. Aber dann geben Sie ihnen jetzt die Gewissheit, dass die Kosten übernommen werden. Und, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir die Zahlen nicht ganz schnell wieder runterkriegen, passiert auf den letzten Metern dieser Pandemie, hoffentlich letzten Metern dieser Pandemie, doch noch genau das, was wir die ganze Zeit versucht haben zu vermeiden. Eine flächendeckende Überlastung des Gesundheitssystems. Aber nach 2 Jahren Pandemie sind die Beschäftigten schlichtweg am Ende. Das Problem sind auch längst nicht mehr die fehlenden freien Betten, sondern die fehlenden Pflegekräfte, die diese auch betreuen können. Diese Situation ist uns allen bekannt, sie ist nicht neu, aber sie wird von Tag zu Tag immer schlimmer, weil nicht gehandelt wurde und nicht gehandelt wird. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, und Sie sicherlich auch, wie wir hier alle standen, wie wir geklatscht haben und einmütig versprochen haben, wir würden uns für die Pflegekräfte einsetzen. Am Ende konnte sich diese Landesregierung nicht einmal auf eine einmalige Corona-Prämie für alle einigen. Es ist eine Schande, dass die Pflegekräfte, die nicht erst seit Ausbruch der Pandemie Übermenschliches leisten, nun auch noch streiken müssen. Und nur, weil sie genauso bezahlt werden wollen wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Hamburg oder Bremen. 1.000 Euro. 1.000 Euro weniger verdienen die Kolleginnen und Kollegen hier in Brandenburg bei Asklepios als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen. Ist Ihnen das nicht peinlich? Ein einziger Beschluss des Landtages würde schließlich ausreichen, um einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu verabschieden, sodass alle Pflegekräfte gleich und gut verdienen. Ein einziger Beschluss. Aber das verweigern Sie nicht nur uns als Linke, sondern auch den Pflegerinnen und Pflegern. Und im Übrigen deshalb verlassen die Menschen die Pflege, weil sie schlecht bezahlt werden und weil es schlechte Arbeitsbedingungen gibt. Herr Dr. Berndt, nicht wegen einer Impfung. Das auch noch mal hier klar zu sagen. Ich und sicherlich auch Sie bekommen in diesen Tagen einen Anruf nach dem nächsten von Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen der Krankenhäuser in diesem Land. Die sagen alle dasselbe. Die Kliniken können die Einnahmeausfälle noch ein paar Wochen schultern. Aber dann ist auch hier Schicht im Schacht. Wir müssen jetzt Mittel mobilisieren und die Krankenhäuser finanziell stabilisieren, wenn wir nicht in ein paar Monaten eine Insolvenzwelle und damit eine Privatisierungswelle bei den Kliniken erleben wollen. Diese Entwicklung zeichnet sich ja jetzt schon ab. Denn zum Beispiel in Oberspreewald-Lausitz, wo mit Stimmen der SPD ja im letzten Jahr ein öffentliches Krankenhaus privatisiert wurde. Ich sage Ihnen, das ist kein Beispiel fürs gesamte Land. Wir brauchen mehr öffentliche Krankenhäuser. Es kann nicht sein, dass hier jetzt öffentliche Krankenhäuser zum Beispiel an den Sana-Konzern verschachert werden, mitten in der Pandemie. Das muss endlich aufhören. Applaus
Führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben es vorige Woche in ihrem gemeinsamen Positionspapier deutlich gemacht. Viele Maßnahmen, über die wir hier heute diskutieren, reichen längst nicht mehr aus, um die Dynamik beim Infektionsgeschehen überhaupt noch abzubremsen. Deshalb, ja, will ich etwas zur 2G-Regelung sagen. Wenn wir wissen, dass eben auch Geimpfte das Virus weitertragen können, dann ist es doch einzig logisch, dass man auch die Geimpften testen muss. Aber dafür bräuchten wir die Testkapazitäten, wo Sie sich ja jetzt wundern, wo die alle hin sind. Sie haben genau diese Kapazitäten vor einigen Wochen selbst abgeschafft. Deshalb hören Sie sich auf zu wundern, schaffen Sie die Testkapazitäten, um tatsächlich die 2G-Plus-Regelung einführen zu können und mehr Sicherheit schaffen zu können vor Infektionen. Denn sonst beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Und deshalb ist es auch wohlfeil, Frau Nonnemacher, wenn Sie sich jetzt als die Jeanne d'Arc der Pandemiebekämpfung inszenieren wollen. Ihr Haus hat diese Entscheidung zur Abschaffung der Tests schließlich mitgetroffen. Und Ihr Haus ist verantwortlich für die vergeigte Impfkampagne. Wo war hier Ihr ärztliches Gewissen? Dieser Verantwortung müssen Sie sich stellen und vor allem müssen Sie jetzt handeln, schnell und entschlossen. Chancen hatten Sie eigentlich genug. Und Frau Nonnemacher, wenn Sie heute in der Matz darüber berichten, warum irgendwas wieder nicht funktioniert, dass für das Dilemma der Sommer, die Urlaubsreisen, die STIKO oder Mann schuld daran wäre, dann kann ich nur sagen, fangen Sie hier jetzt endlich an zu handeln. Sie haben die Mittel in der Hand, schieben Sie nicht die Verantwortung hin und her. Ich sage nicht, dass Ihr Ministerium nicht viel, viel Arbeit leistet, aber ich glaube, hier passieren viele Fehler und diese Organisationsfehler sind gerade an der Spitze des Hauses zu finden. Und in diesem Zusammenhang will ich Ihnen auch sagen, vergessen Sie dabei nicht die Quarantänezahlungen, die jetzt wieder zunehmen werden. Da warten immer noch tausende Menschen in Brandenburg, teils fast 20 Monate. Wir wissen auch, dass die Antigen-Schnelltests eine Momentaufnahme darstellen, dass ihre Aussagekraft also auf den Tag der Testung beschränkt ist. Davon dürften Sie oder wir alle ja schon gehört haben. Und deshalb frage ich Sie, wie kommen Sie denn darauf, nur einen Test pro Woche kostenlos zu machen? Warum wird dann in Pflegeheimen getestet, aber in Krankenhäusern nicht? Oder in den Schulen und Betrieben nur dreimal pro Woche zu testen? Auch hier geht es doch am Ende wieder nur ums Geld. Und weil das Land sich weigert, auch nur einen Cent zu viel aus eigener Tasche auszugeben, warten und warten Sie mal wieder auf den Bund. Ich möchte es noch einmal mit aller Deutlichkeit sagen. Für dieses Kompetenzgerangel und Zuständigkeitspingpong haben wir keine Zeit mehr. Es ist 11:55, das sage nicht ich, sondern der RKI-Chef Wieler. Vor 4 Tagen hat er das gesagt. Wir werden nicht mehr umhinkommen, auch über Kontaktreduzierung zu sprechen. Vieles wird ja nun schon ohnehin abgesagt, weil sich die Veranstalter ihrer Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Gäste bewusst sind. Die Veranstaltungsbranche, Hotels und Gastronomie sagen aber auch, neue Verdienstausfälle stellen für uns den Todesstoß dar. Wir müssen ihnen also unter die Arme greifen. Und deshalb ist es mir völlig unverständlich, wieso alle Bundesländer für die Verlängerung der Überbrückungshilfen sind. Außer Schleswig-Holstein und natürlich, muss man ja leider sagen, Brandenburg. Auch Brandenburg hat sich so geäußert, zumindest gestern in der Tagesschau zu sehen, war gegen die Verlängerung der Überbrückungshilfen. Das ist nicht weniger auch an dieser Stelle eine Bankrotterklärung. Und wenn wir wollen, dass die Menschen ihr Verhalten ändern und ihre Kontakte reduzieren, müssen wir ihnen die Möglichkeit dazu erst einmal schaffen. Das war und ist immer das Credo in dieser Pandemie gewesen. Das heißt hier, mit finanziellen Hilfen wirtschaftliches Überleben zu sichern und nicht erst in einem halben Jahr, sondern jetzt. Und das heißt im Arbeitsleben auch, mit der Einführung einer Homeoffice-Pflicht Kontakte reduzieren und Beschäftigte schützen. Mittlerweile wissen wir doch, wo die Menschen zusammenkommen und wo sie sich anstecken, welche Maßnahmen helfen und welche nicht. Die Uhr tickt, meine Damen und Herren, wir haben keine Zeit mehr. Jeder Tag bedeutet immer wieder neue Infektionen und am Ende kann das auch jeder Tag auch neue Tote bedeuten. Deshalb an der Stelle, hören Sie auf zu reden, fangen Sie endlich an zu handeln. Die Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Und noch ein paar grundsätzliche Worte seien mir an dieser Stelle gestattet. Herr Dr. Berndt, Impfen ist und bleibt ein Akt der Solidarität.
Wer geimpft ist, schützt nicht nur sich selbst, sondern er schützt vor allem auch jene, die sich selbst nicht schützen können. Und es ist auch ein Akt der Freiheit, Herr Dr. Berndt. Denn eine hohe Impfquote ermöglicht uns allen die Rückkehr in ein normales Leben. Es liegt an uns selbst, diese Pandemie zu beenden mit Impfen und Testen. Nicht impfen hingegen ist demnach kein Akt des Widerstandes gegen die angebliche Corona-Diktatur. Da muss ich Sie enttäuschen. Am Ende ist nicht impfen kein Akt des Widerstandes, sondern es ist nur eines, Egoismus pur. Und ich habe dafür kein Verständnis mehr. Wer sich nicht impfen lässt, bringt andere in Gefahr, die ihrerseits alles tun, um niemanden zu gefährden. Denn Freiheit ist wieder dann erreicht, wenn wir ohne Pandemie leben können. Und da können Sie reden, wie Sie wollen. Schauen Sie sich die Daten an, schauen Sie sich die Inzidenzzahlen an. Nur impfen hilft uns aus dieser Pandemie heraus. Und darum geht es. Und ja, deshalb ist es auch richtig, zum jetzigen Zeitpunkt auch über bereichsbezogene Impfpflichten zu reden und zu entscheiden. Dass das rechtlich möglich ist, ist auch völlig unumstritten. Wir haben das in Ost und West bei den Masernimpfungen. Das ist alles nicht neu. Worum es mir aber zuerst geht, ist, dass alle Menschen unbürokratisch, dezentral, überall und jederzeit die Möglichkeit haben, sich einen Pieks zu holen. Genau darauf kommt es jetzt an. Und Ihr Staatssekretär, Frau Nonnemacher, hat gesagt, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und die Menschen Geduld haben sollen. Und ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Organisation und die Verantwortung liegt aber bei Ihnen. Wie oft müssen wir Ihnen das noch sagen? Ihre Durchhalteparolen, Ihre Versprechungen und Ihre Ausreden können die Menschen zu Recht nicht mehr hören. Die Geduld ist zu Recht am Ende. Wir haben mehrere und viele Monate Zeit gehabt. Jeder Winterdienst in diesem Land ist besser vorbereitet als diese Landesregierung für diese Pandemie, weil jeder Winterdienst weiß, dass im Dezember spätestens der Schnee kommt und eine Landesregierung hätte wissen müssen, dass im Herbst die Infektionszahlen steigen und dass wir deutlich mehr Tempo kriegen müssen bei den Impfungen. Das hätten Sie wissen müssen, das hätten Sie vorbereiten müssen, das wäre Ihre Verantwortung gewesen. Und deshalb muss es jetzt darum gehen, nicht nur zu reden, sondern zu handeln. Wir haben unsere Vorschläge seit Monaten auf dem Tisch. Seit Monaten auf dem Tisch und immer wieder erklären Sie uns, dass das alles nicht geht aus irgendwelchen Gründen. Und zwei Monate später erklären Sie uns dann, dass Sie genau das tun werden, was wir Ihnen vorgeschlagen haben. Das sind halt nur zwei verlorene Monate. Denn auch die Boosterimpfungen hätten schon im Sommer vorbereitet werden können, egal ob die STIKO da Ja oder Nein sagt. Deshalb, ich bin es leid, wir sind es leid, Sie zum Jagen zu tragen. Machen Sie mit, fangen Sie an, dann können wir gemeinsam diese Pandemie bekämpfen. Vielen herzlichen Dank.